CERN öffnet interdimensionales Portal. Aus diesem heraus soll ein dunkles, nichtmenschliches Wesen getreten sein. Huch. Es gibt 17 verschiedene Dimensionen der Realität. Bro. Es war so massiv, dass es sich ducken musste, um aus der Leere herauszukommen. So massiv wie mein Bizeps, Digga, guck mal. Der muss sich auch ducken, um aus der Leere rauszukommen, Bro. Merkst du das, Digga? Fass an, komm. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf den Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein. Etwas ist durchgekommen. CERN öffnet interdimensionales Portal. Portale Tin Man, Alter. Wir gehen mies in die Schwurbelei rein. Ich weiß noch nicht, was uns hier erwartet. Aber CERN ist auf jeden Fall auch eine crazy, dubiose Geschichte. Man hat schon einiges davon gehört. Und deswegen gehen wir da jetzt rein in den Peter. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Und jetzt würde ich sagen, wie immer geht da los. Und los. Wissenschaftlern im CERN ist es gelungen, ein Portal in eine andere Dimension zu öffnen. So die Aussage einer renommierten Schweizer Wissenschaftlerin. Doch damit lange nicht genug. Aus diesem heraus soll ein dunkles, nichtmenschliches Wesen getreten sein. Huch? Eine Kreatur, von der tatsächlich auch andere Mitarbeiter des CERNs berichtet haben. Und dieses Wesen habe gar eine Botschaft an die Menschheit gesandt. Ja, nee, ist klar, Digi. Wie diese lautet, was genau die Wissenschaftlerin uns zu berichten hat, warum dieses dunkle Wesen immer wieder auftaucht, wenn von Experimenten am CERN berichtet wird und sehr vieles mehr, das erfahrt ihr wie immer direkt nach dem Intro. Der Bruder ist funny, gell, wie der die Sachen betont, der hat richtige diese Dingsstimme, Alter, Dokumentationsstimme, ja. So, Digga, rein da jetzt. CERN Tin Man, Alter. Dr. Astrid Stuckelberger, eine Schweizer Wissenschaftlerin. Sie sagt, dass Stuckelbergi-Vibes, Bro. CERN an einem geheimen Programm arbeite. Es gebe ein Portal, durch das Wesen ein- und wieder ausgehen, kommend aus einer Welt zwischen den Welten. Nicht nur aus einer, diese nichtmenschlichen Intelligenzen kämen aus 17 verschiedenen Dimensionen der Realität. Stuckelberger ist eine promovierte Expertin für internationale Gesundheit. Sie lehrt sowohl an der Universität in Genf als auch an der Hochschule in Lausanne. Mit über 20 Jahren Erfahrung ist sie eine der führenden Schweizer Forscherinnen, arbeitet mit der WHO, den Vereinten Nationen und der EU zusammen. WHO, schwierig. Eine kleine Dozentin, von der man annehmen würde, sie hätte irgendwann innerhalb ihrer Karriere ihren Verstand verloren. In einem nun heiß diskutierten Interview berichtet sie uns von schockierenden Experimenten des CERN, der große Teilchenbeschleuniger unter der Schweiz und Teilen Frankreichs. Es gebe dort sehr viele seltsame Experimente. Teilweise hätten die Wissenschaftler vor Ort völlig die Kontrolle darüber verloren. Niemand, wirklich niemand außerhalb des CERN, wisse von den genauen Vorgängen dort. Das Ding ist auf jeden Fall dubios, ne? CERN. Sag ich dir ehrlich. Das ist schon eine krasse Sache, dieser Teilchenbeschleuniger da. So, stell dir mal vor, die haben echt Portale geöffnet. Wer kann sich das vorstellen? Chat, könnt ihr euch das vorstellen, dass sie da irgendwelche Portale geöffnet haben? Dass sowas überhaupt möglich ist? Und wer weiß? Eins in den Chat, wenn ihr denkt, das könnte sein. Doch das Außergewöhnlichste, was dort betrieben werde, sei etwas, das sie vereinfacht Radiokernforschung nennt. Die Öffnung eines interdimensionalen Portals und derer, die durchgekommen sind. Genauer sagt sie, es gibt Wesen aus Portalen, die ein- und ausgehen. Es waren die Leute, die mit dem Higgs-Boson und den subatomaren Teilchen zu tun haben. Sie haben also unten im CERN dieses Portal geöffnet. Diese Tür, wo sie sich mit allen subatomaren Dimensionen befassen. Es gibt 17 verschiedene Dimensionen der Realität. Bro.
Es gibt sogar noch mehr Dimensionen. Wir kennen die Raumzeit, die dreidimensionalen X, Y und Z in einer Grafik. Aber es gibt noch sehr viele mehr und sie spielen dort unten damit rum. Die Gruppe, die sich damit beschäftigt hat, hatte ein Wesen zum Vorschein gebracht. Eine dunkle Gestalt. Wow, Digga, stell dir mal vor, das ist echt möglich, so eine Scheiße, Alter. Stell dir mal vor, Alter. Du stehst an der Antarktis oder so, öffnet sich so ein Portal und dann kommen da so Jungs innen durch. Bruder, das ist wie ein Movie halt, ne? Kann man sich nicht vorstellen. Wie sie mir sagten, mehr erzählten sie mir nicht darüber. Nur, dass wer auch immer da durchgekommen war, keinem Menschen ähnelte. Und es gibt handfeste Beweise dafür. Wenn man sich einmal anschaut, was im CERN derzeit vor sich geht, gibt es einen Kampf seitens einiger Militärbehörden und Geheimdienste. Sie sagen, dass es zu einem Kampf kommen wird. Ich sage das nur, weil man als Wissenschaftler etwas so Wichtiges eigentlich nicht sagen darf. Hier, die Master-Schwurbler im Chat. Portale, Bruder, werden überall geöffnet. Gibt's, Bruder, gibt's überall und so. Hast du auch schon mal geöffnet, sagst du, oder was, Digga? Hä? Bist schon mal durchgelaufen? Wohin bist du denn gegangen dann? Bruder, Herz, willst du mir jetzt sagen, dass einer von euch schon mal ein geöffnetes Portal gesehen hat? Jungs, ihr müsst ein bisschen chillen, sag ich euch ehrlich, ne? Hand aufs Herz, so. Ist ja cool, wenn man sagt, ey, ich kann mir sowas grundsätzlich vorstellen, dass es sowas gibt, aber zu behaupten, dass das safe ist, kann ja keiner von euch beweisen, so, weißt du? Deswegen muss man immer schönes Kirchlein im Dorf lassen. Da sind wir wieder beim Radikalismus, nicht radikal sein. Du hast eine falsche Vorstellung von Portalen. Jedes Mal, wenn ich aufs Klo bin, öffne ich ein Portal in andere Dimensionen. Ja, Digga, genau, Bro, mache ich auch immer abends auf dem Balkon, Digga. Dann kommuniziere ich kurz mit den Jungs innen von meinem Planeten, wo ich eigentlich herkomme. Wenn ihr wüsstet, bei vielen Sachen tue ich einfach nur, ich erzähle einfach nur irgendwas, aber ich habe eigentlich ganz krasse Informationen. Aber die darf ich nicht preisgeben, sonst werde ich zurückgeholt. Ich bin auf einer Mission hier. Weiter geht's. Und auch nicht sagen kann, ohne gleich für verrückt erklärt zu werden. Seien wir ehrlich, die meisten von uns würden Dr. Stuckelberger tatsächlich für ziemlich verrückt erklären. Seltsamerweise ist sie aber bei weitem nicht die einzige, die von solchen Portalen spricht. Erst vor wenigen Wochen habe ich euch von einem ganz ähnlichen Vorfall berichtet, an einem Teilchenbeschleuniger in Südafrika. Auch dort seien interdimensionale Wesen durch ein seltsames Tor gekommen, durch ein Portal. Noch unheimlicher aber ist, dass ich während meinen Recherchen auf einen völlig unabhängigen Bericht gestoßen bin. Und siehe da, ein weiterer CERN-Wissenschaftler berichtet ebenfalls von diesem Portal. Und noch sehr viel mehr, aber seht wie immer selbst. Vor rund 5 Jahren tauchte ein seltsamer Bericht in den sozialen Medien auf. Ein Mann, der sagte, er sei einer der Top-Wissenschaftler am CERN. Er warnte verzweifelt vor einem schwerwiegenden Fehler, der die gesamte Menschheit gefährde, und vor dunklen Gestalten, die durch ein von Wissenschaftlern geöffnetes Portal gekommen seien. Weiß ich nicht, Digga, glaube ich nicht. Also ich bin da raus, sag ich dir ehrlich. Am 22. Kann ich mir grundsätzlich vorstellen, dass sowas möglich sein könnte? Ja. Aber dass irgendwelche angeblichen CERN-Wissenschaftler nach vorne kommen und sagen, die haben da ein Portal geöffnet, da sind so schwarze Jungs innen rausgekommen und haben irgendwas erzählt und wir sind in Gefahr und so, I don't know, bro. I don't know. 6. März 2019 führte ein kleiner Fehler im Startcode des LHC dazu, dass die Anlage von einem ungewöhnlich gelben Licht erfüllt wurde. Digga, aber schon wild, ne? So sich das einfach mal vorzustellen, da ein bisschen reinzugehen, so. Das Team bemerkte eine dunkle, jenseitige Kugel, die aber schnell wieder verschwunden ist. Nachfolgende. Aber stell dir mal vor, du bist da so im CERN unten und du forschst an so eine Sache und auf einmal passiert sowas. Das ist schon crazy, ne? Also ich wäre gerne auch mal dabei, wenn sowas passiert ist. Also sowas mal zu erleben, ist bestimmt eine krasse Sache. Und eins kann ich dir sicher sagen, so, wenn du davon erzählst, wird dir keiner glauben. So wie die meisten mir nicht glauben, dass ich ein UFO gesehen habe, so mäßig, Digga, weißt du? Das ist halt so. Manche Sachen, wenn du die erlebst und die dann erzählst, wird dir keiner glauben. Experimente konnten ähnliche Kugeln erschaffen. Sphären, die eine Verbindung zu einer anderen Welt zu sein schienen. Wie ein schwarzes Loch. Eine dreidimensionale Kugel. Wir nannten sie die Leere.
Doch diese Experimente führten sehr schnell zu gefährlichen Ergebnissen. Einen diese Kugel geschickt. Jeder muss das tun, was er amazing findet. Der Metallstift zeigte eine extrem hohe Strahlung, die 10 Forscher tötete. In diese Leere geschickte Drohnen verloren sofort ihre Verbindung. Bei einem erst kürzlich durchgeführten Test tauchte anstelle des erwarteten Lichts eine große schwarze Gestalt aus dem Nichts auf. Sie kommunizierte telepathisch. Was immer sie war, dieses Wesen drohte uns, die Menschheit zu zerstören. Und das lediglich, indem es in unsere Welt eindringen würde. Dieser Vorfall ereignete sich vor rund einer Woche. Die Situation ist wirklich ernst und es besteht Sorge um die Sicherheit vieler Menschen. Wer auch immer diese Worte geschrieben hat, er berichtet uns sehr viel detaillierter von dieser dunklen Gestalt, von der uns ebenfalls Stuckelberger zu berichten scheint. Diese schwarze Gestalt begann aus der großen Leere aufzutauchen. Obwohl sehr humanoid, war dieses Ding alles andere als menschlich. Außerirdisch. Vielleicht könnte man es so bezeichnen. Es stammte nicht von der Erde. Aber der Begriff außerirdisch beschreibt es nicht genau genug. Es hatte gar keine besonderen Merkmale. Es gab starke Vibrationen ab. Es war so massiv, dass es sich ducken musste, um aus der Leere herauszukommen. Es war so massiv, dass es sich ducken musste, um aus der Leere rauszukommen. So massiv wie mein Bizeps, Digga. Guck mal. Siehst du das, Digga? Der muss sich auch ducken, um aus der Leere rauszukommen, Bro. Merkst du das, Digga? Fass an, komm. Viele Forscher brachen beim Anblick dieses Dings völlig zusammen. Und dann sprach es. Wir alle hörten es klar und deutlich in unseren Köpfen. Wir alle hörten dieses glühende statische Geräusch, als die Worte in unseren Gedanken zu spielen begannen. Ihr Wow, Digga, stell dir mal vor, das stimmt ehrlich. Kreaturen habt keinen Platz, um in unsere Welt zu blicken. Der ist ja geil, Digga, der macht die Stimme nach. Eure Zerstörung war in Stein gemeißelt, als ihr die Tür zu unserer Dimension geöffnet habt. Wir werden eure Art ausrotten, während euer Wissen um unsere Existenz uns bedroht. Dies ist keine Warnung, sondern ein Versprechen. Stell dir mal vor, das stimmt. War es das gleiche Wesen, von dem uns Stuckelberger nur ansatzweise berichtet hat? Oder ist es einfach nur eine ausgedachte Horrorgeschichte? Gut möglich, dass es Letzteres ist. Tatsächlich tauchte aber 2022 ein sehr viel glaubwürdiger Bericht auf. Ein Artikel des Internetmagazins Vice. Dort wird von einem kollektiven Massenwahn berichtet, ausgelöst durch die Schaffung eines Portals innerhalb des CERNs. Schaut da mal rein. CERN verursacht kollektiv. Schaut da mal rein. Massenwahn durch die Schaffung von Portalen zu alternativen Dimensionen. So der Titel eines Weißartikels aus dem Jahre 2022. Dort heißt es, dass CERN-Wissenschaftler im Jahr 2012 versuchten, das Higgs-Boson-Teilchen zu untersuchen, als plötzlich etwas schief ging. Ihre Experimente hätten einen Riss im Raum-Zeit-Kontinuum verursacht. Wow. Sie zerstörten unser Universum und versetzten uns alle in ein Paralleluniversum. Dieses neue Universum ist experimentell und gehöre einem unbekannten dunklen Wesen, einer mächtigen schwarzen. Stell dir mal vor, wir sind gerade parallel und nicht da eigentlich. Gestalt, über die nichts bekannt sei. Es wird angenommen, dass dies die Ursache für den sogenannten Mandela-Effekt und Bruder, die sind ja mies in der Recherche drin. Andere paranormale Aktivitäten ist. Demnach habe das CERN die Quantenverschränkung dazu genutzt, um die Kluft zwischen diesen beiden Universen zu überbrücken und uns anschließend in dieses neue Universum versetzt. Dieses dunkle Wesen führt seinerseits ebenfalls Experimente durch. Es will wissen, wie es uns gelang, in sein Universum herüberzuwechseln. Die Auswirkungen dieser Experimente spiegelte sich bei uns in sehr besonderer Weise wider. Geistererscheinungen, Sichtungen von UFOs, außerirdische Kontakte und der Mandela-Effekt. Ein kollektiver Massenwahn, ausgelöst durch die Experimente der dunklen Gestalt. Sheesh.
Wie uns Clara Nellist, eine Teilchenphysikerin am CERN, verrät, ist dieser Bericht lediglich ein Gedankenexperiment, eine Methode, um herauszufinden, wie der Mandela-Effekt funktioniere, eine scheinbare Erinnerung, die in der Realität aber nicht existiere. Mandela-Effekt auch wild, ne? Aber ist es nur Zufall, dass die... Ey, Komatiko, was läuft, Bro? Das Gedankenexperiment ebenfalls ein dunkles, mächtiges Wesen beinhaltet, so wie es uns schon im Jahr 2012 berichtet wurde und nun ebenfalls von Dr. Stuckelberger, könnte dann doch ein wenig mehr dahinter stecken. Ihr Kreaturen habt einen Platz, um in unsere Welt zu blicken. Eure Zerstörung war in Stein gemeißelt, als ihr die Tür zu unserer Dimension geöffnet habt. Wir werden eure Art ausrotten, während euer Wissen... Der Bruder geht richtig in Filme rein, ne? ...unsere Existenz uns bedroht. Dies ist keine Warnung, sondern ein Versprechen. Nochmal. Tatsächlich... Hör doch auf, den Leuten Angst zu machen. Es gibt bestimmt Leute, die glauben dir, Junge. Bin ich während meiner Recherchen immer wieder auf diese Verbindung zwischen dem CERN, einem Portal und diesem dunklen Wesen gestoßen. Nein! Echt jetzt? Mach keinen Scheiß, Bro! Schon wirklich mehr als nur seltsam. Das ist wirklich seltsam! Ich persönlich halte dabei die Aussagen von Stuckelberger am glaubwürdigsten. Klar habe ich auch berechtigte Zweifel und dennoch frage ich mich natürlich, warum eine... Das ist natürlich merkwürdig. Ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, Community, ob das so stimmt oder nicht. Solch renommierte Wissenschaftlerin, ja, so etwas sagen würde, wenn ich doch ein wenig mehr dran wäre. Oder was haltet ihr von ihren Aussagen? Schreibt es mir wie immer in die... Schreibt es mir wie immer... Kommentare. Und wenn euch das heutige Video gefallen hat, so freue ich mich natürlich riesig über einen Daumen und abonniert meinen Kanal, damit ich euch auch weiterhin mit spannenden und informativen Videos versorgen kann. Wir sehen uns... Ja. Wilde, miese Recherche, mein Jutster. Ganz miese Recherche. Also ich meine, ey... CERN und so, da geht bestimmt irgendwas ab, was so für uns crazy wäre, wenn wir davon hören würden. Aber ich finde das ein bisschen übertrieben gewesen jetzt gerade so. Das verlächerlicht das ganze Thema so ein bisschen, so, weißt du? Kann ich mir vorstellen, dass eventuell irgendwelche Portalgeschichten schon mal irgendwo geöffnet oder dass sowas grundsätzlich eventuell möglich ist, kann ich mir vorstellen. Dass es andere Dimensionen gibt, die wir nicht sehen und anfassen können, kann ich mir auch vorstellen. Aber so wie die das hier jetzt beschrieben haben und diese komische Stuckelberger und so, also ich weiß nicht. I don't know. Schreibt mir auf jeden Fall eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Falls ihr CERN-Informationen habt, unten. Ich kann mir schon vorstellen, dass es hier in den Kommentaren ähnliche Verfechter von diesen Theorien gibt, wie bei den Flachis so. Und dass die mich jetzt fertig machen. Bro, du kannst dich doch nicht darüber lächerlich machen. Das stimmt safe, stimmt das und so. Ich liebe euch. Lasst alles raus in den Kommentaren. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Peace out. Gang.